damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ja, Armin Laschet wird Kanzler, so heißt es zumindest auf der CDU-Instagram-Seite, beziehungsweise so empfingen gestern die CDU-Anhänger Armin Laschet im Konrad-Adenauer-Haus. Ja, das Ganze ist vorangegangen durch eine Steigerung in den sogenannten Umfragen, wie man denn dort am fähigsten fand oder wer halt der nächste Kanzler werden soll in dieser entscheidenden Frage, konnte tatsächlich Armin Laschet ein paar Prozentpunkte gut machen. Nichtsdestotrotz steht er immer noch nur mit 20% da und Olaf Scholz immer noch mit 32% und Annalena Baerbock mit 26%. Die Piratenpartei twitterte demnach, Armin Laschet schafft es sogar in einem Triell nur Vierter zu werden. Und das ist natürlich schon relativ amüsant und lustig gemeint. Dazu natürlich diese umjubelten Sänge der CDU. Ja, was sagt ihr dazu? Zu früh gefreut? Oder gilt auch hier, wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Ja, das ganze Triell war dann eigentlich doch relativ interessant. Armin Laschet ist von Anfang an auf Konfrontationskurs gegangen und das Ganze fand ich auch sehr gut und sehr belebend. Mich hat nur gewundert, dass die anderen das dann nicht genutzt hatten, sondern einfach ihrer Linie treu blieben und einfach vielleicht auf ihre Politik verwiesen haben, was sicherlich auch dann, siehe bei Olaf Scholz, vielleicht auch gut ankommt und souverän rüberkommt. Nichtsdestotrotz hat Armin Laschet natürlich genug Angriffsfläche bei sich selber, gerade jetzt diese Entscheidungen rund um den Hambacher Forst, ja, dass das Ganze rechtswidrig war, ja, da haben wir Maskenaffären und insgesamt bei der CDU so viele Sachen. Angriffsfläche wäre genug da und die bieten natürlich auch die anderen und ich finde, Armin Laschet hat es da vielleicht zumindest ganz gut gemacht, dass er darauf angegangen ist und die anderen von den Umfragewerten vielleicht auch, dass sie nicht so auf Angriff gegangen sind und dass Olaf Scholz vielleicht standhaft geblieben ist. Trotzdem hätte ich mir da ein bisschen mehr Angriffsbereitschaft gewünscht, da auch von den anderen Seiten, weil die Angriffsflächen einfach sehr, sehr groß sind. Ja, was sagt ihr zum Triell gestern Abend? Habt ihr es verfolgt? Wer war denn euer persönlicher Favorit oder war er vielleicht gar nicht dabei? Ja, viele reden ja von den drei Unwählbaren. Aber ich würde sagen, da ist vielleicht für den einen oder anderen dann schon noch jemand dabei, den er gut finden würde. Deswegen schreibt mal eure Meinung zu den dreien in die Kommentare, natürlich auch zum Triell und vor allem zu diesen schönen Klängen der CDU. Armin Laschet wird Kanzler. Davon ist er im Moment noch weit entfernt und nicht wenige hoffen, dass er es auch noch weiter bleiben wird. Ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns bei dieser Folge und sagen bis zur nächsten Folge und ciao.